Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Tutorial für den Push 2 Controller in Bitwig. Und ich will einfach so ein paar erste Schritte mal zeigen, wie man da loslegt, was man da machen kann mit dem Controller. Und ich würde sagen, legen wir einfach mal los. Na, da ist ja die Musik schon mal so ein bisschen nachgezogen. So, und zwar, ich habe mal eine Szenerie hier vorbereitet mit einem Lightpad und einem Deep House Kit. So, und wie ihr natürlich sofort bemerkt habt, seht ihr gar keinen Push 2 Controller, und das holen wir jetzt gerade mal nach. Das ist der Push 2 Controller mit dem Lightpad. Und das ist das Deep House Kit. So, und das erste, was ich schon mal gemacht habe, ich habe die Kanäle hier oben umgeschaltet. Ne? Also wenn ich hier oben auf den Lightpad gehe, auf die untere Select-Knopfleiste, nenne ich jetzt einfach mal, kann ich dann das entsprechende Instrument auswählen. Ich habe zusätzlich zu den Lightpad und dem Deep House Kit habe ich noch zwei Effektkanäle dazu gepackt. Das sind einmal der Reverb und einmal das Delay. Das sieht man auch hier oben. Reverb und Delay. Und wenn man sich die Zeile hier oben mal so genauer anguckt, dann steht hier ganz links Volume, rechts daneben Pan, dann kommt Send 1 bis 4, Reverb und Delay. So. Das heißt, Volumen ist ausgewählt. Das heißt, wenn ich in dem oberen Drehregler drehe, nehmen wir die andere Hand, dann ändert sich das Volumen. Hier sieht man im Programm selber und auch auf dem Display von dem Push. Wenn ich auf den Delete-Knopf nehme und den Drehregler so leicht berühre, dann geht der Wert wieder auf den Standardwert zurück. So, kann ich hier wieder drehen. Geht der hoch und runter, machen wir ganz runter, auf Delete und kurz antippen, dann ist er wieder auf dem Standardwert. So kann ich einfach Sachen ausprobieren, und wenn es mir nicht gefällt, dann setze ich das einfach wieder zurück. Der Wert daneben, Pan, wenn ich auf den gehe und immer noch bei meinem Lightpad an dem Regler drehe, kann ich die Panoramaposition ändern. Hier wieder genau das gleiche, Delete auf meinem Instrument wieder auf den Drehregler und alles ist wieder in der Mitte. Das gleiche geht jetzt los, hier drüben bei Reverb und Delay. Und wichtig ist noch hier das Send 1 bis 4. Ich habe jetzt nur zwei Effekte hier konfiguriert. Ich könnte noch zwei weitere Effekte, dann habe ich hier vier insgesamt im Display. Wenn ich mehr Effekte haben will, dann brauche ich einen Umschalter, und das ist Send 1 bis 4. Send 1 bis 4 sagt 1, 2, 3, 4. Und wenn ich mehr habe, dann kann ich hier quasi durchschalten. Ich gehe jetzt auf den Reverb und dann ändert sich die Anzeige hier so ein bisschen. Ich kann jetzt bei meinem Lightpad, ich habe Reverb ausgewählt, kann ich jetzt den Reverb reindrehen. Ich habe den jetzt mal ganz extrem auf lang gestellt. Nehme ihn wieder raus. Und das gleiche kann ich mit dem Delay machen. So, drehen wir den wieder raus, gehen wir wieder auf Volume. So, das heißt, ich kann die Parameter für mein Instrument, die Lautstärke, das Panorama, die verschiedenen Effekte, die ich da habe, regeln. Nur den Master, da habe ich jetzt keinen Hinweis auf den Bildschirm, aber der Master ist hier ganz rechts oben. Mit dem kann ich dann dieses Master Volume auch nochmal über alle Kanäle ändern. Bei dem ist genau das gleiche. Wenn ich den wieder auf Default zurücksetzen will, hier auf Delete, kurz antippen. Ich drehe den mal runter, kurz antippen, und dann ist er wieder da. So, und das ist jetzt die erste Übersicht, sage ich jetzt mal so. Jetzt ist natürlich ein DAW-Tutorial ohne Musik ziemlich tröge. Ich nehme jetzt gleich was auf, aber ich gehe als erstes auf das Metronom
den Knopf, den ich hier oben habe, ein. So, wenn ich den Metronom lange drücke, dann kommt hier ein weiteres Display. Dann kann ich dann eingeben, okay, es gibt einen Pre-Roll. Ich will keine haben, ich will einen Takt, also einen Bar, zwei Takte, vier Takte haben. Und ob das Metronom bei dem Pre-Roll schon hörbar ist oder nicht. Generell will ich es auf Hören haben. Ich stelle jetzt erstmal mein Metronom an. Und vielleicht sind acht Takte ein bisschen viel. Machen wir einfach mal vier Takte. Loop habe ich eingestellt, Metronom ist eingestellt. Ich gucke, dass der Cursor ganz, ganz vorne ist. Das kann ich übrigens auch machen, indem ich hier quasi einen Doppelklick auf die Play-Taste mache. So, wenn ich hier mal ein bisschen laufen lasse, ist der Cursor da. Doppelklick, springt er zurück. So, jetzt drücke ich auf Aufnahme und dann müsste ich einen Takt quasi Vorlauf haben. Sieht gut aus. Eine schicke Sache, was man noch mit dem Metronom machen kann, wenn einem die Taktschläge zu weit auseinander liegen, vielleicht weil es ein ganz langsames Tempo ist. Ich habe jetzt hier lustigerweise 96, ist egal. Kann ich zum Beispiel jetzt sagen, okay, ich mute das jetzt einfach mal, dann drücke ich hier auf Mute und so, dann hören wir nämlich nichts. So, außer dem Metronom. Kann ich hier Shift-Taste gedrückt halten, Metronom, und dann kriege ich noch 16 Zwischenschläge. Manchmal ist es besser, so den Takt zu halten. Oder wenn es einfach zu viel ist, nur das hier. Gerade wenn man kein Schlagzeug oder irgendwie sonst was irgendwie im Start hat. So, dann schalten wir das wieder aus. Und entmuten das. Ihr habt gesehen, ich habe die Mute-Taste gedrückt gehalten und dann oben ändert sich das hier Mute, dann kann ich hier draufklicken, dann ist der Kanal gemutet und ebenso kann ich ihn wieder entmuten. Das gleiche kann man hier mit Solo machen. Wenn ich jetzt Solo drücke, erscheint hier oben Solo und kann dann das entsprechende drücken. Wenn ich einen Kanal ausgewählt habe, also ein Instrument zum Beispiel das Lightpad, kann ich jetzt auch Select gedrückt halten und kann hier oben dann für den einen Kanal Solo, Mute, Monitor an, Monitor aus, Active, den ganzen Kanal ausschalten. Anschalten kann ich ihn anscheinend jetzt nicht mehr. Ist vorbei. Muss ich halt hier wieder über Active oder kann auch hier Rechtsklick auf Active, Inactive, Alt A. Kann ich genauso klicken. So. So wollte ich das haben. So. Das heißt, ich habe jetzt hier mit dem Lightpad eine wunderbare Melodie eingegeben, die im Moment noch gemutet ist. Die muss ich wieder entmuten. So, Doppelklick, wieder an den Anfang zurück. So, jetzt möchte ich dazu noch natürlich einen Beat erstellen. Das kann ich jetzt genauso machen, indem ich das hier im Arranger mache. Ich kann aber auch hingehen und das Ganze als Clip irgendwie machen, was ich persönlich mit Drums am Anfang erstmal ein bisschen lieber mache. Vielleicht ändert sich das ja noch irgendwann. Das heißt, ich mache hier mal einen Doppelklick drauf und wenn ich einen Doppelklick drauf mache, dann sehe ich hier, ich habe einen Clip erstellt und der ist ein Takt lang. So, machen wir einfach mal, lassen wir es mal bei einem Takt. So, wenn ich den jetzt hier laufen lasse, höre ich nichts. Gehen wir mal hier auf Solo, auf den hier drauf. Und jetzt sieht man auf dem Push, dass hier quasi ein Sequencer läuft. Der Sequencer ist abhängig von der Auflösung. Im Moment ist er auf 32 gestellt. Das heißt, hier werden 32 Pads durchgelaufen. Das ist mein Drumkit und hier auf der rechten Seite kann ich die Länge des Taktes einstellen. Das heißt, ein Kästchen beim 32. Ein 32, wenn ich 2 eingebe, dann sieht man schon hier auf der
linken Seite, dass die Length auf 2 gesprungen ist. Beobachte das mal. Ich drücke jetzt wieder nur auf vorne, dann ist das wieder 1. Ich kann das auf 4 lang drücken. Das heißt, ich halte den ganz vorne fest und drücke dann auf so viele, wie ich will. Und scheinbar ist 9 irgendwie das längste. 10. Start 14. Achso. So. Jetzt habe ich wieder auf Start hier gedrückt. Und habe jetzt 16 Takte zum Beispiel, die ich hier voll spielen kann. Ich will jetzt aber erstmal nur einen Takt haben. So. Und das Schöne ist jetzt, ich kann in dem Sequencer jetzt einfach die Sequenz eingeben. Sehen kann ich das, wenn ich hier oben rechts auf Clip klicke, dann sehe ich hier die Bassdrum. So, jetzt habe ich zusätzlich den Accent-Button hier gedrückt. Accent bedeutet, der Anschlag hier ist immer gleich auf maximal. Wobei, das müsste ich jetzt selber nochmal genau gucken. Das könnte sein, dass der nicht maximal ist, sondern irgendwie 100. Was ist denn der? Velocity 100%. Ja, gut, dann ist das maximal. So. Wenn ich den Accent-Button ausmache, die ganzen Sachen wieder rausnehme, dann zählt die Anschlagslautstärke oder die Stärke wird gemessen, wie stark ich quasi die Taste drücke. Ich habe so mittelhart geschlagen, ganz hart, wieder so mittel. Hier ganz hart, mittel. So, das ist mein Takt. Jetzt nehme ich eine Snare. Ja, ein bisschen heftig, ne? Nehmen wir vielleicht einen raus. So. Mal irgendwie durchgehen. Vielleicht ein bisschen viel. Und so kann ich quasi meinen Clip so ein bisschen ich mir an, wo das sein kann. So. Dann trage ich die hier ein, zum Beispiel. Und so kann ich dann langsam meinen Clip aufbauen. Kann natürlich hier in den Mixer-Übersicht zurückgehen und sagen, okay, da ist jetzt einfach viel zu wenig Reverb drin, dann drehen wir hier Reverb rein. Oder noch ein bisschen Delay. Das Ganze machen wir dann hier nicht mehr auf Solo, dann spiele ich ein bisschen mit dem Delay rum, we'll be right back.
Ganze zieht dann noch so ein bisschen nach. Machen wir einfach hier die ganzen Effekte mal wieder so ein bisschen raus und gehen wieder auf den Original-Volume-Regler. So. Was man auch noch schon gesehen hat, ist, ich habe hier jetzt das Lightpad zum Beispiel. Da gehe ich jetzt mal hier auf Solo. Dann spielt das Ganze nämlich hier ganz alleine. Und ich kann jetzt bei dem Lightpad, gehen wir gerade mal hier auf eine andere kleine Ansicht, dass man das Instrument ein bisschen besser sieht. Kann ich zum Beispiel hier oben auf den Regler klicken, auf den Knopf klicken. Und dann bin ich bei dem Instrument, bei dem Device, wenn ihr auf den Bildschirm guckt, komme ich hier in diesen Bereich, in diesen Envelope-Bereich. So, und dann sieht man hier von der Beschriftung FREC A, FEGD und so weiter, das habe ich hier oben auch in der Beschriftung drin. Drücke ich jetzt nochmal drauf und achtet mal, hier sind solche bunten Dreiecke dran. Ich jetzt nochmal drauf drücke und ich bin immer noch bei Performen. Jetzt auf Oszillator klicke, springen die Dreiecke hin und her. Ne? Sieht man irgendwie, was ausgewählt ist. Und entsprechend ist hier im Display auch die ganze Beschriftung anders. Also ich kann halt dann zwischen den Oszillator 1, Oszillator 2 hinspringen. In den Mix-Bereich, hier in der Mitte, da kann ich dann auch Sachen einstellen. In den Filterbereich, immer ganz gerne genommen mit Filterfrequenz und Resonanz. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier das mal schwer von Anfang an. Hier gilt wieder auch das Gleiche, wenn ich hier irgendwie alles mögliche verstellt habe, Delete, den Regler kurz antippen und alles ist wieder so, wie es im Standardwert des Instruments gespeichert ist. Und entsprechend kann ich natürlich dann auch im Envelope, das heißt hier unten, die Frequenz-Envelope und die Amplitude, also Lautstärke-Envelope ändern, habe das hier auch in der entsprechenden Beschreibung. Da habe ich den mit F-Filter Envelope und den Amplitude Envelope, wenn ich zum Beispiel jetzt hier die Attack anders setze. Kommt der viel, viel langsamer den Release vielleicht immer noch runter. Interessant ist jetzt noch, das Instrument hat ja hier hinten noch zwei zusätzliche Container, mal Note und FX, und bei FX sehe ich, da ist was drin. So, das kann ich auch über den Push bedienen, und zwar indem ich hier oben steht Chain, das ist nicht ausgewählt, jetzt wähle ich das einfach hier oben über den Knopf auf und sehe dann, okay, FX und Notes, das ist ja das, was hier dasteht. Jetzt klicke ich auf FX und komme dann in den Bereich von FX hier rein und sage dann, okay, ich will den Filter oder den Common auswählen. Und eigentlich sollte hier aufklappen, tut er gerade nicht. Aber ich kann ja hier von Hand aufklappen quasi. Jetzt habe ich hier jede Menge Sachen noch drin und kann das direkt anwählen. Sieht man, wie hier die Dreiecke rumspringen. Das Fenster ist ein bisschen zu klein. So, und dann sieht man, wie die hier rumspringen. Entsprechend kann ich die Instrumente oder die Effekte, die hier drin sind, zum Beispiel diesen Filter, weil ich hier oben auf das On ist nicht hinterlegt. Das heißt, wenn ich hier jetzt auf On schalte, sieht man auch, dass der angeht. Und ich kann jetzt hier mit rumspielen.
kannst natürlich auch wieder ausmachen. Ich komme hier raus, indem dass ich auf dem ganz rechten oberen Knopf, da steht ab, das ist wie so ein Dateimanager, sage ich jetzt mal, komme ich wieder hier in die Übersicht raus, bis ich wieder in meiner Mixer-Übersicht bin. Oder ich drücke hier einfach auf Mix und dann komme ich hier wieder hin. So, das ist so mal das Grundlegende zu den Spuren, den Instrumenten, wie ich mich da ein bisschen bewege, wie ich aufnehme, das Metronom einstelle. Jetzt vielleicht noch eine Kleinigkeit, wo ich so nonchalant drüber gegangen bin, ist die Einstellung zum Beispiel, dass ich bei dem Lightpad hier so eine, ich muss das erstmal hier wieder auf Solo wegnehmen, aber ist egal, dass ich hier diese chromatische Tastatur habe, wo ich hier so spielen kann. Die kann ich aber zum Beispiel auch umstellen, wenn ich hier auf Layout drücke, dann habe ich hier eine Klaviatur. Na, vielleicht hier. Oder nochmal auf Layout, dann habe ich so ein mal solche Blöcke hier. Oder so komme ich wieder zurück. Oder was ich machen kann, ich drücke hier auf Note und kriege dann in dem Display-Übersicht, kann ich sagen, okay, Play, habe ich hier Play, dann habe ich hier das Piano, die Drum 64 ist das, nennt sich diese Ansicht. Dann kann ich aber auch einen Sequencer einstellen. Den Sequencer, den habt ihr ja vorhin gesehen, als ich mit dem Deep House Kit war, steht hier auf Drum. Das ist so der Standard-Sequencer, mit dem ich eigentlich am liebsten was mache, weil ich den am ehesten verstehe. Es gibt aber noch wesentlich mehr Sequencer. Es gibt hier den Sequencer, wenn man den ins Laufen lässt. Dann machen wir hier mal den alleine. Ich habe mir noch nicht viele von diesen Sequencern angeguckt, weil der Drum war für mich am intuitivsten. Es gibt den Polysequencer, der sieht dann so aus. Das ist bestimmt auch ganz toll. Den Raindrop, der ist mir ein bisschen mystisch. Mein Lieblings-Drum-Sequencer, den verstehe ich gut. Dann gibt es den Drum 4, der ist halt einfach nochmal. Und den Drum 8, auch nochmal eine andere Nummer. So. Gehen wir hier wieder zurück. So. Das sind so die verschiedenen Modi. Die habe ich natürlich auch, wenn ich das Lightpad benutze. Nur irgendwie mit so einem Drum-Sequencer so ein Pad zu spielen, kann man machen. Ist mir jetzt noch nicht untergekommen. Also hier kann ich das Ganze so ein bisschen steuern. Hier mal wieder den Solo rausnehmen. So. Dann gehen wir hier nochmal rein in den Polysynth. Dann gehen wir in die Envelopes, sind wir drinnen. Und drehen mal den Attack, dass der relativ schnell kommt. Für das nächste brauche ich das nämlich. Und zwar gibt es den Repeat-Knopf. Der Repeat-Knopf macht nichts anderes als den Ton zu wiederholen. So. Und ich kann, wenn ich den Ton wiederhole, jetzt habe ich es ein bisschen vorweggenommen, weil ich das vorhin kurz eingestellt hatte und vergessen wieder umzustellen. Ich kann mit diesem Touchstrip die Wiederholung der Note verändern. So, und das Ganze kann ich einstellen, indem ich hier die Shift-Taste gedrückt halte, in den Touchstrip kurz anpacke hier und kann dann sagen, okay, ich verändere bei dem Note Repeat die Period, also wie schnell der sich wiederholt. Das verändere ich. Ich kann auch die Notenlänge anpassen. Das heißt, wenn ich jetzt was spiele, wird die Note länger. So wie so ein Legato und nach unten wird es wieder ein Staccato. Das heißt, wenn ich jetzt auf Legato und dann die Period hier ändere, hier auf Length, kann
halt entsprechend zu ändern. So, machen wir ja alles wieder so circa Mitte. So. Standard. Oder ich mache einfach. Dann habe ich hier wieder meinen Pitchbend. Und kann lustig irgendwelche Sachen machen. Ich kann dieses Touchstrip natürlich auch anderen Sachen zuordnen. Ich kann zum Beispiel irgendwelchen CC-Werten zuordnen oder zum Beispiel als Fader. Und der Fader ist dann nichts anderes als Lautstärke. So, und wenn ich jetzt, ich mache mal hier den Repeat einfach mal aus, den brauche ich jetzt in dem Moment nicht. Wenn ich jetzt hier was spiele, guck mal auf den Lautstärkeregler hier. So, und den kann ich jetzt einfach damit regeln. Kann man machen. Eine nette Geschichte und ja, ich benutze aber lieber als Pitchbend. Und da ich das Ganze jetzt verändert habe, drücke ich hier oben auf den Mix-Knopf, bin auf meinem Kanal, Delete und wieder auf Standardlautstärke. Und dann habe ich das wieder quasi zurück. So, das war jetzt nur ein ganz, ganz kleiner Teil von den Sachen, die man machen kann. Der Jürgen Moosgraber hat ja eine mega Dokumentation geschrieben für alle Geräte, die er unterstützt mit seinem Skript, und ich empfehle das sehr, sehr, das sich anzugucken, immer mal wieder ein paar Sachen rauszunehmen. Ich weiß, Tutorials gucken ist krass, aber in dem Fall ist Lesen krasser. Das heißt, wir haben hier Global Features, da wird beschrieben mit Play und Record und Automation und mit der Länge, dass man einen Clip verdoppeln kann in der Länge, dass man quantisieren kann, mit Shift quantisieren und so weiter und so fort. Das geht dann mit hin zu Foot Switches, also Pedale und so weiter. Wie kriege ich alle gemutet, alle gesolot oder irgendwie alles wieder zurück? Was mache ich mit den einzelnen Knöpfen? Welche Kombinationen gibt es? Dann gibt es ja die verschiedenen Editiermodi. Zum Beispiel, was ich vorhin erklärt habe mit dem Hold Delete Touch, um auf den Standardwert zurückzukommen, dieser eine Wert, den man gerade bearbeitet hat. Quasi wieder zurückzusetzen, das war ein komischer Satz. Über die Lautstärke, die verschiedenen Clips, was ich mit einem Device machen kann. Der Browse-Modi haben wir jetzt auch noch nicht gemacht, wenn man ein neues Instrument hinzufügt. Kann ich gleich nochmal zum Abschluss zeigen, wie das funktioniert. Zum Beispiel die User-Pages, das kann ich auch nochmal ein extra Video zu machen, wie man das einrichtet. Und die Play-Modes, Piano-Modes, die verschiedenen Sequencer. Und, das ist wirklich richtig viel Stoff, den man da durcharbeiten kann. Und vielleicht mache ich für das ein oder andere noch ein weiteres Tutorial. Und ja, ich hoffe, das hat euch so ein bisschen motiviert. Ah, ich habe einfach den Push hier eingeblendet gelassen. Aber ihr habt es trotzdem gesehen, hier ist ja auch das Inhaltsverzeichnis. Lest, guckt in das Manual rein, das lohnt sich, weil der ganze Workflow mit dem Push ist super toll durchdacht. Und der Jürgen Moosgraber, der erweitert das ständig um neue Sachen, behebt Fehler und so weiter und so fort. Ja, ich hoffe, euch hat das gefallen und wir sehen uns dann wieder in einem weiteren Tutorial. Und ja, schreibt mir, was ihr vielleicht macht, was ihr vielleicht noch genau wissen wollt. Vielleicht kriegen wir das ja zusammen in Erfahrung oder fragen den Jürgen Moosgraber. Und dann würde ich sagen, macht weiter, habt viel Spaß und bis bald. Ciao, ciao.